Moinsen Leute, was geht ab? Specs ist wieder am Start. Heute mit einem Video der etwas anderen Art. Vorweg gesagt, falls ich ein bisschen komisch klinge, ich bin mal wieder erkältet. So ist das, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat. Aber ja, ich wollte dieses Video schon ein bisschen länger machen. Wollte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr ein Skript dafür schreiben, aber es brannte mir jetzt ein bisschen auf der Seele und deswegen wollte ich das jetzt einfach ohne großes Skript raushauen und mit euch einfach über meinen YouTube-Kanal reden. Und zwar über meine Pläne, wie sie bisher waren, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat vor allen Dingen auch und wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Denn es sieht folgendermaßen aus. Der eine oder andere wird es in meinen Livestreams vielleicht schon mal mitbekommen haben. Meine Pläne so gesehen für YouTube waren, dass ich jetzt nochmal ein Jahr durchziehe auf YouTube im Mobile Gaming Bereich, natürlich im Shooter Bereich, und hatte die Hoffnung, dass ich damit vielleicht doch so ein bisschen den Algorithmus triggern kann und vielleicht ein bisschen ja meinen YouTube-Kanal wiederbeleben kann, nachdem ich jetzt fast 3 Jahre weg war. Sorry nochmal dafür an dieser Stelle. Ich musste Milch holen und so. Aber ja, ich habe mir gedacht, wenn ich nochmal richtig Gas gebe und wirklich so 2-3 Videos pro Woche raushaue und 2 Streams ungefähr pro Woche, mal mehr, mal weniger, ne? Dann und Shorts und Community-Beiträge und alles, was geht, dass dann der YouTube-Algorithmus vielleicht irgendwie checkt, so okay, der Specs, der macht Mobile Gaming auf Deutsch, das gibt es so in dieser Art und Weise eben noch gar nicht auf YouTube. Es gibt ein paar Mobile Gaming YouTuber, die machen aber so Spiele wie Clash Royale oder Brawl Stars oder sowas. Das ist überhaupt nicht meine Sparte. Ne? Ich bin reiner Shooter-Spieler zu 99%. Und Spiele wie Brawl Stars und sowas, das gibt mir einfach überhaupt gar nichts. Deswegen mache ich dazu keinen Content auf YouTube im Mobile Gaming-Bereich, nur weil das jetzt irgendwie Klicks bringt. Und Call of Duty Mobile ist ja ein schon ziemlich populäres Spiel, also auch im deutschsprachigen Bereich, generell im Gamer-Bereich und auch im YouTube-Bereich, aber halt leider nicht im deutschsprachigen Raum. Also ihr kennt bestimmt so iFurk, Parker the Slayer und es gibt so viele andere verschiedene große englischsprachige COD-Mobile-YouTuber, die Hunderttausende oder Millionen Abonnenten haben. Das war jetzt auch nicht mein Ziel, dass ich da hinkommen muss, sondern ich habe mir gedacht, okay, Call of Duty Mobile und generell Mobile-Shooter in Deutschland, das bedient irgendwie keiner im Streaming- und Videobereich. Und ich möchte diese Lücke füllen, weil ich einfach vom Herzen Mobile Gamer bin. Ja, und meine Idee war so quasi, ich habe auch immer gesagt, ich möchte jetzt nicht der COD Mobile YouTuber werden oder der Warzone Mobile YouTuber oder von diesem einen Spiel irgendwie leben, sondern ich wollte der Mobile Gaming Shooter Livestreamer und Video Content Creator in Deutschland werden quasi. Weil es das eben noch nicht gab, habe ich gedacht, ich fülle diese Lücke aus. Aber ich rede mich jetzt hier im Kopf und Kragen, es hat einfach nicht funktioniert, Leute. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht genau, liegt es jetzt an meinem Konzept, an meiner Qualität oder liegt es jetzt daran, dass einfach dieses gesamte Thema quasi auf YouTube Deutschland und auch auf Twitch nicht existiert, Mobile Gaming. Denn im deutschsprachigen Raum gibt es, wie gesagt, effektiv einfach niemanden, der das tatsächlich aktiv betreibt. Ich kann euch mal was zeigen. Moment, ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar könnt ihr jetzt hier einmal sehen, hier sind wir auf Twitch. Ich habe jetzt hier einmal eingegeben COD Mobile und habe dann gefiltert Kanäle auf Deutsch. Es gibt zum Beispiel jetzt aktuell 2 Streamer, die haben 1 Zuschauer. Das sind sie wahrscheinlich selber. Insgesamt gibt es generell für COD Mobile auf Twitch 463 Zuschauer. Das ist gestört. Hier jetzt mal bei Corso, hier noch einmal bei Call of Duty Warzone Mobile. 152 Zuschauer und niemand streamt es auf Deutsch. Genau das gleiche hier jetzt auch bei Bloodstrike könnt ihr sehen, 179 Zuschauer, keiner streamt es auf Deutsch. Und jetzt ein Spiel, das habe ich noch gar nicht gebracht auf YouTube und ist seit 2 Wochen so im Moment zumindest mein absolutes Lieblingsspiel. Von Apple Arcade gibt es das, nur für Apple-Geräte. Beast Bio Exo Arena Suit Team, beschissener Name, aber hammergeiles Spiel und 100% fair, kein Pay-to-Win, keine In-App-Käufe, gar nichts. Super geil, also Apple-User, checkt das mal aus. Aber worauf ich hinaus wollte, Alter, dieses Spiel guckt sich einfach niemand an auf Twitch. Also, warum sollte ich jetzt dazu groß Content machen? Wisst ihr, wie ich meine? Und das Ding ist, ich habe mir gedacht, ich fülle jetzt diese Lücke aus im Mobile-Shooter-Gaming-Bereich, die es eben gibt, meiner Meinung nach, im deutschsprachigen Raum. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn es keine Konkurrenz gibt, gibt es auch keine Community, auf die man zurückgreifen könnte. Ne, das Ding ist halt eben, wie gesagt, wenn man viel Konkurrenz hat, dann ist es auch super schwer durchzustarten. Wenn man aber gar keine Konkurrenz hat, dann ist einfach keine Zuschauerschaft da. Und das ist so mein Gefühl tatsächlich. Also ich bin jetzt hier nicht der hochqualitativste, derbste YouTuber, dass ich sage, oh mein Gott, an meiner Qualität kann es ja nicht gelegen haben. Hust, hust. Ihr wisst, Specs Qualität ist da. Aber ich war immer stets bemüht, würde ich sagen. Und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass es ja keine Zuschauerschaft gibt. Und ich
vielleicht auch nicht aktiv genug bin. Ich weiß es selber nicht genau. Und eine weitere Sache möchte ich hier noch mit euch teilen. Und zwar sind das hier meine YouTube Analytics Statistiken. Exakt von dem Datum an, wo ich mein Specs ist zurück Video hochgeladen habe, bis heute. Und zwar könnt ihr hier sehen, da bin ich quasi wiedergekommen, habe so ein bisschen vor mich hingedümpelt und erstmal wieder angefangen. Da wurde ich dann aktiver. Hier kamen jetzt die Shorts Videos hinzu, die ich hochgeladen habe auf YouTube Shorts. Die Views bekommt man hinterhergeworfen, die bringen aber letzten Endes nicht so viel. Also da könnt ihr einiges von abziehen. Und ja, dann ging es ja auch schon wieder steil bergab. Ich habe in einem knappen Dreivierteljahr tatsächlich auch gerade einmal 420 Abonnenten generieren können, was für YouTube-Verhältnisse echt nichts ist. Und wisst ihr, ich will mich da jetzt auch gar nicht irgendwie beschweren oder so. Also die Leute, die jetzt hier auf meinem Kanal sind und die auch vom Algorithmus her meine Inhalte regelmäßig angezeigt bekommen und auch da draufklicken, ihr seid großartig so. Also ich bekomme wirklich zu 99% nur Liebe in den Kommentaren, in den Livestreams. So. Es macht mega Spaß mit euch. Aber was fehlt, ist einfach das Wachstum. Wisst ihr, wie ich meine? Und mein Plan war nicht, dass ich übelst viel Geld durch YouTube mache oder irgendwie super Fame werde, sondern es ist so, ich bin selbstständiger Beatproduzent. Das heißt, für mich ist Arbeit gleich Geld, nicht Arbeit gleich weniger Geld. Und ich hatte vor, mit YouTube mir hauptsächlich ja so eine kleine Community aufzubauen, wo ich durch die Klicks und die Werbeeinnahmen einfach so einen kleinen Ausgleich habe für die verlorene Zeit und meine Selbstständigkeit als Beatproduzent, sodass ich mir mehr Zeit für YouTube nehmen kann und sich das finanziell so ein bisschen ausgleicht. Wisst ihr, wie ich meine? Sodass ich das so in Einklang bringe, aber trotzdem immer noch Beats produzieren, mein absoluter Hauptberuf bleibt. Das mache ich auch seit, weiß ich jetzt gar nicht, aus dem Stand seit 15 Jahren oder so und beruflich seit über 10 Jahren. Aber YouTube war schon immer eine Leidenschaft von mir. Und ich habe jetzt mittlerweile fast 1000 Videos auf meinem Specs-Kanal hochgeladen. Auf meinem Beat-Kanal übrigens auch um die 1000 Videos, aber das ist eine andere Sache. Auf meinem Specs-Kanal habe ich fast 1000 Gameplays und Livestreams gemacht und habe insgesamt nur knapp 8000 Abonnenten generieren können in insgesamt, weiß ich nicht, 7 Jahren, wovon ich 2,5 Jahre Pause gemacht habe, aber trotzdem. Und ja, was ich sagen wollte, ist halt, mein Plan ist bis jetzt eben nicht aufgegangen. Ich werde jetzt auch nicht direkt aufhören mit YouTube. Das ist ehrlich gesagt auch gar nicht so meine Aussage dieses Videos oder mein Vorhaben. Aber ich werde in Zukunft nicht mehr so aktiv sein, wie es jetzt das halbe letzte Jahr war, sondern ich werde das Ganze jetzt deutlich entspannter angehen lassen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt in Zukunft mache. Ob ich jetzt sage, ich mache themenbasierte, also spielbasierte Livestreams. Ich mache einen COD-Mobile-Livestream, ich mache einen Warzone-Mobile-Livestream und so weiter, einen Bloodstrike-Livestream. Oder ich sage einfach, ich schreibe dann einen Titel sowas wie Spexis Online, Mobile Gaming, sein Vater oder so, und dann spiele ich einfach die Spiele, die ich spielen will, und wechsle dann auch zwischendurch und mache einfach, was ich sonst tun würde, wenn ich nicht streamen würde. Was ich auch noch eigentlich vorhatte zu meinen Plänen auf YouTube, also ich hatte zwei große Hoffnungen. Die erste Hoffnung war Warzone Mobile. Also ich fand, wie ich auch in meinen ersten Warzone Mobile Videos gesagt hatte, also wirklich ganz ehrlich, ich fand wirklich, das Spiel hat derbe Potenzial gehabt. Ich habe da echt einen richtig geilen AAA Mobile Gaming Shooter drin gesehen. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich muss sagen, meine Hoffnung wurde jetzt doch ziemlich enttäuscht mit der Zeit. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, Warzone Mobile wird niemals mehr die Erwartungen erfüllen, die viele von uns eine Zeit lang bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, hatten. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt echt so ein Ding, die versuchen das auf Krampf zu pushen. Aber sorry, meine ernsthafte Meinung ist, dafür, dass das von Activision kommt, ja, und Call of Duty Teil ist, der zweite Call of Duty Mobile Teil, ist das Spiel echt kacke. Also, sorry, nee, ich kann das nicht mal auf meinem Huawei P20 Pro installieren. Nee, P30 Pro habe ich mittlerweile. Und selbst dafür ist es nicht mal bis jetzt optimiert. Ich kann es nicht mal spielen auf dem Handy. Also, ich will es auch gar nicht auf dem Handy spielen. Aber ich wollte mal ausprobieren, wie es läuft. Und da war ich ganz erstaunt, so, Alter, what the fuck, ich kann das bis jetzt nicht mal downloaden. Ja, auf jeden Fall wurde diese Hoffnung quasi zerstört. Und meine zweite Hoffnung, die ich hatte, war, ich wollte 420 Content auf YouTube machen, jetzt im Rahmen der Teillegalisierung, die jetzt auch in Kraft getreten ist. Aber wie soll ich sagen, es geht aufgrund von privaten Umständen tatsächlich nicht, aber hauptsächlich geht es aufgrund von den YouTube Terms of Use nicht. Also ich hatte die Hoffnung, die werden im Rahmen oder kurz nach der Teillegalisierung eben in Deutschland, dass die deutschen Terms of Use für YouTube Deutschland insoweit angepasst
wird, dass man zum Beispiel sagen kann, wie mit Alkohol, man kann auch schon irgendwie sich ein bisschen betrinken im Livestream, sofern das jetzt nicht die totale Verherrlichung an Minderjährige oder so ist, wisst ihr, wie ich meine? Aber man darf ja Alkohol trinken auf YouTube und darf sich da auch einen reinsaufen und Party machen im Stream und das ist an sich kein Problem, dass man nicht gleich irgendwie ernsthafte Probleme mit YouTube bekommt oder so oder irgendwie gestrikt oder gelöscht oder gesperrt wird. Und bei 420-Content ist das tatsächlich Stand jetzt noch so, wie ich es verstanden habe. Es ist relativ schwammig geschrieben, die Terms of Use, dass man hauptsächlich diesen Content nur machen darf in einem wissenschaftlichen Kontext. Und ich hatte jetzt nicht vor, totale Dulli-Videos zu machen, so, ich ziehe mir 10 Gramm rein, bis die Lunge schreit und fall vom Stuhl, so, nee, das war jetzt nicht mein Vorhaben, das ist nicht so mein Ding. Aber ich hatte schon vor, eine Mittelschiene zu fahren zwischen wissenschaftlich und doch ein bisschen mehr basierend auf Freizeitbedarf. Aber ich wollte schon so einen Mittelweg finden, ganz viel erklären, ganz viele Unterschiede zeigen und aber auch viele Dinge präsentieren, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und das ist halt derzeit leider nicht möglich und schon gar nicht auf anderen Social-Media-Plattformen. Ich glaube, da ist es zum größten Teil noch strenger, wie ich das verstanden habe, in den schwammigen Terms of Use. Und deswegen geht auch dieser zweite Plan leider nicht auf. Aber kurze Einblendung nebenbei. Ich habe eben gerade gesehen, weil der Tab hier noch offen war. Ich habe 420 Abonnenten generiert, seitdem ich back bin auf YouTube. Cheer. Ja, das bedeutet also im Klartext, meine zwei großen Hoffnungsträger, die ich so gesehen hatte, Warzone Mobile und 420 Content, im besten Falle, dass beides einfach kombiniert mit einem kompletten Rebrand meines Kanals, was ich mir überlegt habe und geplant hatte, ist so leider aktuell beides nicht möglich. Warzone Mobile ist für den Arsch und 420 Content, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen im Moment so, wie ich es geplant hatte, leider nicht möglich. Ja, ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was ich im Großen und Ganzen loswerden wollte. Ich hatte erst überlegt, ob ich das als Livestream mache, aber dann dachte ich mir, ich kenne mich. Alter, ich lasse mich wieder so derbe vom Chat ablenken. Ich müsste den minimieren und das sind die Leute, also ihr, meine Stammzuschauer, nicht gewohnt und schreibt dann so, ey, Spex ignoriert den Chat, voll abgehoben. So, ja, so aus Spaß halt, ne? Und irgendwann gucke ich da doch wieder rein, lass mich ablenken und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das Ganze jetzt einfach als Video. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr könnt meine Situation verstehen. Ich wollte jetzt nicht einfach hier einen auf Milchholer machen wie damals und einfach irgendwie Pause machen, ohne irgendwas zu sagen. Deswegen wollte ich dieses Infovideo machen, auch wenn ich vielleicht nicht der geübteste YouTuber bin im Reden und Infovideos machen und so. Ich habe auch eine beschissene Facecam, das weiß ich auch. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze hier verpacke letzten Endes. Aber gut, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Hoffentlich bis ganz bald im Livestream, im Video. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ciao, ciao.